Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. Und wir quickblicken heute Hyperdimensional Neptunia Producing Perfection. Und ich weiß absolut gar nicht, was mich da erwartet. Das war so ein Kauf ins Blaue, einfach nur für die Sammlung, damit ich alle PlayStation Vita-Spiele habe. Und ich weiß absolut nicht, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, worum es geht. Aber für die Leute, die nicht wissen, was Quickblick ist, ich spiele hier einfach jetzt die ersten 30 Minuten von einem Spiel, als wenn ihr so, damit ihr quasi den Eindruck habt, als wenn ihr gerade das Spiel selber auch gestartet hättet. Dann gibt's keine Verfälschung und so weiter. Und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß. Schauen wir mal rein. Hoffen wir denn mal, dass das Spiel auch wirklich Spaß macht. Und natürlich sage ich euch am Ende meine Meinung dazu. Oh, von Cryware. Wer hätte das denn gedacht? Na, da hätte ich jetzt am wenigsten erwartet. Please tap screen. Och, nö. Ich drücke lieber X. Ah, schön, dass er mir auch noch sagt, dass er No Loading loadet, load macht. Welcome to the world of Hyperdimensional Neptunia, producing perfection. There are 4 game modes. Ach, 4 Spielemodus. Producer mode. You will play the role of the producer and aim to train the CPU into the world's best idol. This is a simulation game where management of the CPU activities and health is vital. Okay, da bin ich Produzent und versuche, irgendjemanden zum Popstar zu machen. Unlimited Concert Mode. Enjoy putting on the concert of your dreams. This option is unavailable during Producer Mode. You may also place objects and access more hidden features. Okay, dann muss ich das Konzert meiner Träume erstellen. Okay. Viewer Mode. Using the rule, you can open the menu, change character costumes for user alarm functions. Hä? Okay, ich kann da Leute umziehen. Config Mode, change various volumes and game settings here. Okay, da, ja, Settings. As you play Producer Mode, various hidden elements in the game will be unlocked. Ah, so, im Producer Mode kann ich alles freispielen, was jetzt noch gelockt ist. Also, verschlossen, also nicht frei. It is recommended that you play through Producer Mode first. Ja, gehen wir erstmal in Config. Boah, das ist ja schon wieder so hammerbunt, ey. Da muss man ja wirklich in einem gut beleuchteten Raum sein, damit man keinen epileptischen Anfall kriegt und zuckend am Boden liegt. Okay, lassen wir das mal alles laut, laut, laut. Voice Language. Lassen wir mal auf Englisch, obwohl Japanisch hört sich immer so sehr lustig an. Egal. Ja gut, starten wir einfach mal den Producer Mode, weil da scheint ja alles drum zu gehen. New Game. The story is a work of fiction and has no relation to any real persons. Ach so, es ist Fiktion und bezieht sich nicht auf irgendwelche wirklich lebenden Personen. Sowas ähnliches, was bei South Park immer am Anfang steht. Ach du Scheiße. Press the R button to auto-scroll the text. This icon appears as a reminder. Press R again to stop this function. Hold down the L button to skip only through the text that you already read. The Square Button lets you skip all text. Show hides this box with. Boah. Das ist schon wieder viel zu viel. Das ist schon wieder viel zu viel am Anfang. During event scenes, choices will be displayed even if you skip all text with the blah. Making choice to improve your relationship with the CPU and also improve the publicity, noggings, lessons. Oh, man muss also, um das Spiel zu spielen, Englisch können. Das ist Voraussetzung. Und ihr werdet feststellen, im Moment ist, glaube ich, im Sony Market nicht Producing Perfection, sondern ich glaube Rebirth zu kaufen. Ich glaube, Producing Perfection habe ich mir wieder importieren lassen. Oder ich habe mir Rebirth importieren lassen. Ich weiß es jetzt nicht. Save Game, confirm the CPU Stats. Ist das sowas wie ein Tamagotchi? Also für mich wirkt das wie ein weiterentwickeltes Tamagotchi. Ach so, er lädt. Gut, wäre ich sonst nicht so wirklich drauf gekommen. Oh, der Nationalpark. Okay. Okay.
Big trouble, Neptune! Our shares haven't increased at all. They've had... Oh. So, like, did Noir leak info about the new console or something? What a dirty trick. No, no! Our station is down too! What? Goodness? Same with Louis and Leanbox. All down. It's nothing new for Planet Toon. But my brain is telling me that it's weird for all nations' shares to drop. It's nothing new for Planet Toon! Aw, man. Even though you're... you... I've been trying my very best. Oh. That's right. I'm going to get a huge lecture from East War. Let's do a 24-hour endurance quest. Right now! Your hard-working big sister has to go and work hard in some other place. I leave the questing to you. Year 20XX. Hmm. Something shook the very foundations of game industry. This peaceful world, protected by the four CPUs, has been plunged into chaos due to the dastardly work of idols. Music idols have been crammed into every block of TV programming. Foreign and even amateur idols thrive in this world. Oh, das hört sich sehr nach DSDS und Popstars an. This unprecedented idol boom has resulted in the populace setting up elections for their favorite idols. In the midst of this cute girl singing crisis, the wicked pop idol group known as MOB48 is the most threatening. Using a mysterious force known only as Mob Business, they've invaded all the airwaves throughout game industry. People have begun to place their faith not in the CPUs, but in idols. Today, MOB48 owns 90% of all shares. Despite understanding that Mob Business is a shady bunch, the idol fan community continues to grow. They spurred their business on by giving people tickets at PR events, for voting, contests. Their presence has finally grown alarming enough for the CPUs to take note. The four CPUs have chosen to meet up and create a unified strategy to overcome this current crisis. Okay. Eine total dumme Story. So, as you're all aware, our shares have been stolen. How'd they manage to gobble up the shares of every one of our nations? Allow me to show you how. The Mob Army Corps MOB48. Also was soll ich bis jetzt zu diesem Spiel sagen? Also bis jetzt ist das für mich eher ein Grafiknovel, dass man einfach da durchklickt und sich das ganze Gequatsche von den Leuten anhört. Hm. Genius my butt! I'm gonna sneak right into their main base and beat them to a pulp. Main base, huh? I guess that's the simplest solution. Such Wir überspringen mal das ganze Gequatsche. Das klappt ganz gut, indem man Viereck drückt. Wie ihr seht. Bäm, 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 bäm. Da muss man sich nicht den ganzen Quatsch hier durchlesen. Ich weiß zwar jetzt wahrscheinlich gar nicht, was ich machen muss. Aber guck mal, was ich alles lesen müsste. Da kommen immer nur neue Bilderchen und man muss immer alles lesen. Was ist da los? Naja.
Ja, ich hoffe für euer Verständnis. Ich musste das Lied hier leider austauschen mit einem Lied von mir. Jetzt in dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, weiß ich noch gar nicht, welches Lied ich reinmache, aber ich, ja, ist egal. Werd ein schönes Trance-Lied oder sowas von mir da reinhauen. Mal schauen. Weil sonst kriege ich wieder hier Copyright-Probleme. Ja, Name. Ne, der ergibt sich ja quasi von selbst. Natürlich heiße ich Game Blamer. Your name is Game Blamer. Is this correct? Yes. Und wehe, du quatscht mich jetzt wieder voll. Modern Room. The first day of summer vacation. I've been waiting at least 3 seasons for today. Ach komm, ich überspringe das wieder. Wird sowieso wieder nur gequatscht. So. Please select who you will work with. Na, die ist schon heiß. Die ist schon heiß. Aber... ja, komm. Ja, ich will die produzieren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ey, jetzt hat er nicht nochmal No Loading gesagt, obwohl er zwischendurch weg war. Was soll das? What the? How am I falling? What the hell? Meeting Hall. Oh, jetzt wird schon wieder gequatscht. Ich überspringe das mal wieder. Ich hoffe, das ist mit eurem Einverständnis. Guckt euch das mal an, was ich alles lesen müsste. Verdammt, der hätte das ganze Spiel bestimmt erklärt. Accept. La la la. Boah, was ist denn das hier? Ey, das ist ja nur Gekritzel. Wenn ich ein Buch lesen will, hole ich mir ein Buch. Ich spiele das. Was auch immer das jetzt gerade hier ist. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich meine, für Leute, die gerne viel lesen, ja, für die ist das ja wirklich schön und gut. Aber für mich ist das nicht gut. You can now use the office menu to select your idol's activity for the day. Okay, 180 Tage kann ich mein Idol da pushen und den Tag davon planen. The work command serves to increase your idol's fan base. Okay, if you opt to work while the CPU is in excellent condition, the effect will be greater. Okay, also wenn mein Idol, wenn es dem gut geht, dann gehe ich auf Work und dann kann ich da irgendwie den berühmter machen. The lesson command serves to raise your idol's stats. Okay, da increasing their stats will also affect concert results. Okay, damit kann ich den Status von meinem Idol erhöhen und dann gibt's bessere Resultate bei Konzerten und anderen Aktivitäten. It is recommended to take lessons often when getting the Idol career started. Okay, am Anfang sollte man viele Lessons machen. Das ist wahrscheinlich Gesangsunterricht und so ein Kram. The Relax Command allows your idol to take a load off and decrease their stress level. Okay, das erklärt sich ja von selbst, oder? Relax. Additionally, this function can depend your idol's friendships with the other characters. Okay, dann können sie sich beim Relaxen, können die anderen Idols sich besser anfreunden. Warum steht eigentlich die Dumme da im Hintergrund? Die habe ich gar nicht genommen. Note that if your idol's stress level becomes 100%, it will be counted as a game over. Okay, wenn der Stress bei 100% ankommt bei meinem Idol, ist Ende. The move command allows to transfer your base of operations to another nation. Ah, okay, ich kann auch zu anderen Nationen. Ich muss also nicht da in Hyperdimensional, wo auch immer das ist, bleiben. Use this command when you wish to increase your shares in another nation. Now that when you work in another nation, you will gradually gain more haters. Oh, okay. Ja, nee, das machen wir dann nicht. Bleib mal in Deutschland. Oder Hyperdimensional, wo auch immer. The concert command is a great way to significantly increase your idol's number of fans. Okay, mit dem Konzert kann man mehr Fans gewinnen. Okay, also ich soll regelmäßig Konzerte machen. A key advantage gained by raising your idol's stats is in that it raises the effect of concert and activities. Stats also act as needed to access secret events. Okay, secret events kann man freischalten, wenn der Status gut ist. Okay. The primary goal is to get the majority of shares. Okay, ich soll hier also
ja, die Shares, also die höchste Share-Rate haben von allen. Im Moment hat Neptun 96% und ich habe mit Wert nur 1%. Initially, rather than try to take shares away from the other people, focus on reducing MBOs, okay. Shares will increase naturally as the CPU's fanbase grow larger. Ja klar, wenn man mehr Fans hat, steigen die Shares. So, Lessons hier direkt. Vocal Training. Jetzt geht's endlich ans Spielen, hoffe ich. Ja, erstmal wieder hier, bla bla bla. Okay, das war's schon. Ich habe wieder auch Überspringen gedrückt. Also die Voice ist der Status hochgegangen. Das heißt, sie hat jetzt eine bessere Stimme. Bla 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 bla. Lessons. Also ganz ehrlich, das macht so kein. Wenn ich nicht immer überspringen würde, dann wären wir jetzt noch nicht mal an diesem Tag angekommen. So, wir machen nochmal Lessons. Then, special training to improve rhythm. Various stats will increase in average amount. Special training to improve knowledge improves all stats. Ja, machen wir das. Let us nap-nap. Nap-nap. Man muss ja eigentlich gar nichts machen. Man muss wirklich nur, das ist so was wie ein Fußballmanager in blöd. Habe ich das gut gesagt? Ich bin gerade über mich selber überrascht. Das war eigentlich die beste Beschreibung, die man dazu sagen konnte. So, wie ist denn der Status hier? Trust nur 13. Vocals, Rhythm, So, dann machen wir jetzt mal Work hier. Add Campaign, Event, Small Effect, Low Risk, Low Return, Decent Effect, Large Effects, Recording Decent Effect. Machen wir Large Effect. So, klar. Let's nip nap. Was ist das denn? New Sensory Channel presents. Ah, jetzt ist die in einem Fernsehen oder sowas. Showmanship, Dancing, Singing. Okay. Oh, Trust ist gestiegen. Ja, ist ja super. Habe ich ja gut gemacht, ohne dass ich weiß, was ich mache. Kann ich nicht ein besseres Idol auf dem Transfermarkt einfach kaufen? Was auch immer. Was auch immer. Ganz ehrlich, ich bin gerade, ich glaube, ich habe auf Durchzug irgendwie geschaltet. Good morning. Wenn ich nur mal wüsste, was die so die ganze Zeit quatscht. So, Trust ist gestiegen um 10 Punkte. Was ist denn hier bei Stress? Immer noch 0%. So, machen wir Lesson. Machen wir das. Das ist so mega professionell, was ich hier gerade mache. Expression ist gestiegen. Wow, über die Hälfte schon, bei 51. Idol Sales Ranking. Wo stehe ich denn hier? Neptuna, Noir, Iris. Ich stehe da ja gar nicht bei. Ach komm, reicht. MOB, MOB. Na, die scheinen einen guten Producer zu haben, der sich viel Gequatsche anhört. Ja, bla bla bla. Do it right. Let's try. Okay. Oh, da war sie jetzt, glaube ich, sauer. Ist egal, Idol sein ist kein Zuckerschleckenkuchen-Ding. You can now put on a concert. Jawohl, das machen wir doch mal. Hier, Konzert. Audience members 200. You will put on a concert. Concert. Da bin ich jetzt mal gespannt. Gibt's da jetzt wenigstens irgendwas zu schauen?
Ah, tatsächlich. The stage page lets you select the concert's backdrop. In producer mode available backgrounds will be vary depending on where your office is located. Okay, die Hintergründe sind abhängig davon, wo mein Office ist. Certain backgrounds when used in the right place will help you gain a higher evolution. Okay, die können auch dafür sorgen, dass alles besser ist. The effect page is where you can set up 3 effects. Okay, ich kann 3 Stage-Effekte hier einsetzen, um das, die Zuschauer zu begeistern. During a concert you can gain stage points when effects are used at specific times. Okay, an speziellen Zeiten, wenn ich die dann einsetze, dann kriege ich spezielle Punkte. The audience cheering can act as a signal, so use the effect when the audience gets involved. Okay, bla bla. The song page is where you select the musical piece to use. Stage points can be easy or hard. When using a song meant for a performed solo can be accessed. Touching the CPU during the concert will toggle their singing on off. Oh, ich kann die anfassen. Ich kann die anfassen, während die singt. Wert, Effekt, Spotlight, bla, blub. Okay. Song. Habe ich nur den? Okay, muss ich noch neue freispielen. Go to next. Also ich habe Dreieck, Spotlight, Viereck, Konfetti und X-Stage-Gimmick. Okay, let's next, next. Oh Mann, ich komme ja richtig vor wie Ralf Siegel hier. Sing. Use L or bla to move the all-grabbing hand. Zoom with L, rotate the camera with the L and R buttons. While grab the character can be at this point press to invert all performance. Keep in mind that characters can only be placed within the dotted red zone. Ey. Grab. Nee, soll so ruhig in der Mitte stehen, ist schon okay. Command initialize, custom change. Boah, das sieht hammer aus. Aber wir bleiben mal jugendfrei. Ach komm, start einfach mal. Ich bin jetzt mal gespannt, was dabei rumkommt. Hoffentlich lohnt sich das. If you push Viereck, Dreieck oder X, werden diese Effekte da gemacht. This mark shows well how well you direct the show as a producer. Raise it by using stage effects and using dynamic camera angles. It also seems connected to the CPU's expression. Aim for a high score. Although this steadily increases as the song continues, it will increase faster if stage effects are used. Okay. About stage effects. Spotlight, throbbling hearts, beam spark. Effects all have difference, bla bla. As you progress in producer mode, stage effects. Camera angles. Okay. Choose a camera angle and switch to that camera with the try to specific close up. Achso, close up, bird's eye, front, long, low. Oh Mann, ey. By selecting one of the 4 cameras, try pushing any of the again to set up complex shots. Zoom in, left side. Boah. Ey. When the CPU is singing their song solo, use the rear touchpad and pinch out. This activates HDD mode, which increases how quickly your stage points go up. Effective time depends on vocal stat. Note that singing any song besides the one written specifically for them will not allow you to... Boah, ich verstehe gar nichts. Fang an zu singen!
Ja, ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt gemacht habe. Ich habe die ganze Zeit nur die Kamera hin und her geschwenkt, habe diese Effekte abgefeuert und das war's eigentlich. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis, aber ich muss das Lied natürlich wieder austauschen gegen eins von mir. Ich hoffe, ich habe ein gutes Lied erwischt, was euch jetzt einigermaßen gefallen hat und euch nicht ganz verschreckt hat. Ja, aber anscheinend habe ich alles gut gemacht, 200% erreicht, Stage Points, great und so weiter. Und jetzt habe ich schon 2%. Ich habe 2%, ich habe 1% dazu gewonnen. Das ist ja, ja, klasse. First Concert, Trophäe verdient, ja. Ich würde sagen, Hair Color, ich habe eine neue Hair Color für Wert. Green Hair, die hat doch sowieso, die hat blondes Haar. Okay, jetzt kann sie relaxen. Machen wir auch noch. Nice vacation, spend 3 days to eliminate stress, take a break from work and slightly lower interaction, become acquainted with the other thing, we become more intim mit den anderen CPUs. Ui, das würde ich ja mal gerne sehen. Natürlich sieht man nichts. Naja gut, ich möchte hier jetzt einfach zum Ende kommen, weil das bringt jetzt ja so nichts. Also wenn ihr Hyperdimensional Neptunia Producing Perfection keine Ahnung von habt, dann rate ich euch das nicht zu holen. Und wenn ihr nicht leidenschaftliche Bücherleser seid, empfehle ich euch auch nicht, das Spiel zu holen, weil was anderes ist das nicht. Und ja, es ist ein typisch auf den japanischen Markt abgestimmtes Spiel. Und ich finde es schön, dass sie es in den Westen gebracht haben, aber gibt es andere Spiele in Japan, die sie viel, viel besser in den Westen bringen sollten, wie zum Beispiel God Eater 2 oder sowas. Aber das hier, das ist, ihr habt es ja selber gesehen. Eine Katastrophe. Ja, ansonsten trotzdem, vergesst nicht, ne? Daumen nach oben heißt, Video ist gut, nicht der Daumen, das geht nicht um den Inhalt, ja. Wenn das Spiel scheiße ist, gebt trotzdem bitte einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch mal bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.